1995 hatten wir eine kleine Krise in der Band, die dazu führte, dass die Band Christoph und mich dazu verdonnert hat, zusammen in Urlaub zu fahren und die Songs zu schreiben. Also bestiegen wir den kleinen, was war es, Renault, oder? Den kleinen Renault von Christoph. Känguru. Und fuhren damit in die Ardèche. Hatten alles dabei, was man braucht, die Gitarre und sonstige Dinge, die Rock'n'Roll-Menschen so brauchen, um Songs zu schreiben. Und dann saßen wir dort und fingen so an und stellten fest, wir brauchen so eine Anlaufstelle. Also suchten wir uns eine Bar, wir fanden noch eine. Wir waren mit einem leichten Problem verbunden. Christoph sprach kein Französisch und nicht ein bisschen. Ja, sehr schön, schön. Genau. Vom ersten Moment, wo wir da saßen, wussten wir uns Geschichten darüber anhören, wie wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und die Deutschen sind ja eh scheiße. Und, so. Ja. Und irgendwann, nachdem wir Christophs Französisch aufgebessert hatten, sagte Christoph eines Abends den wahnsinnig wichtigen Satz: Arno Rupp nicht. Das wär's gewesen. Nein. Christoph sagte: Ich, moi, Renault, französisches Auto, gut. Daraufhin bekamen wir ein Getränk und wurden nie wieder auf den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Und da fällt mir ein: Wir sollten nicht vergessen, dass wir dank Europa mittlerweile 70 Jahre Frieden haben und dass wir aufpassen sollten, dass diese Europa auch mal machen. Manchmal ist das Sitzen in einer kleinen Bar in Frankreich, das Nennen von französischen Automarken und das Lied dabei zu verklappen von Pastis mehr für die Völkerverständigung geeignet als andere Dinge. Ihr kommt beide Bullisten. Tresse, Tresse, Patro, Cinco, los. Nous avons, nous avons, nous avons. Just fist.